Und so kam unser Clan an die Steintafel und an den darauf stehenden Zauberspruch. Die Tafel wurde in 9 Stücke zerteilt und in unsere Schlösser gebracht. Leider haben wir damals gedacht, den Anführer zu töten würde das Ende der Elras sein. Deswegen haben wir die restlichen Elras nicht mehr verfolgt. Doch wir hielten das geheim. Nur die obersten Führer unseres Clans waren eingeweiht. Die anderen dachten, die Elras wären endgültig vernichtet. Wir hatten ja die Steintafel zerstört. Und nun sind wir hier und passen darauf auf. Ja, so ist es damals passiert. Aber... Ach, ich sagte, genau so ist es passiert, Asmus. Keine Diskussion. Ja, Sir Aaron. Kommen wir jetzt zu unserem Plan. Wir werden die Burg zurückerobern. Es war ein Blutbad. Wir sollten vorsichtig sein. Wir? Ihr wollt mitkämpfen? Ihr seid eine Frau. Und? Ich bin stark. Stärker als die besten Männer. Sir Aaron, sie hat mich gerettet. Ich denke, sie ist fähig zu kämpfen. Gut, aber verwirrt und nicht unsere Krieger. Wir haben nur sehr selten eine Frau hier in unseren Schlössern. Das erklärt die Blicke der meisten hier. Wie auch immer, ich mache unsere Männer bereit. Ja, mach das. Aber ich fordere noch aus, übersehe einige Krieger an. Sicher ist sicher, und Burg Yula darf hier nicht unverteidigt bleiben. Ja, Sir Aaron. Das wäre dann alles. Ich muss den Gegenangriff planen. Ihr bereitet die Männer vor. Gut. Komm, Nyria, wir gehen. Eine Frage noch, Sir. Ja? Geht denn zufällig ein Zauber, der Versteinerung auflöst? Versteinerung? Davon habe ich noch nie gehört. Aber sicher weiß das die alte Alida. Sie wohnt allein in ihrem alten Turm im Süden. Sie wohnt allein in einem Turm? Ja, sie war früher eine starke Kriegerin, doch unser Clan konnte sie nicht aufnehmen. Damals war es schlicht unmöglich, die Männer den Gelüsten auszusetzen, die durch eine Frau erzeugt wird. Gefrustet nahm sie die Lehre bei einem Magier auf, der ihr die Künste der Arkane Magie zeigte. Sie war gut, sehr gut sogar. Ihre magischen Fähigkeiten waren fast noch besser als ihre kämpferischen Fähigkeiten. Ein Magier unterrichtet eine Kriegerin? Ich weiß, es klingt sehr merkwürdig, doch dieser Magier war, nun ja, sehr, sehr einsam. Ihr versteht? Schon gut, danke für die Information. Na schön, jetzt muss ich mich aber wirklich um andere Dinge kümmern. Wir sprechen uns später. Also dann, Nyria. Dann hatte der Prophet also recht. Welcher Prophet? Versteinerung auflösen? Wofür denn das? Ich helfe damit jemandem, der mich geholfen hat. Du solltest vorsichtig sein. Nicht jeder Freund ist auch wirklich ein Freund. Spare dir deine Belehrung. Denn ich bin nicht dumm. Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Tut mir leid. Schon gut. Der Turm wird aber von starken Kreaturen bewacht. Das solltest du demjenigen noch sagen. Gut, danke. Ich kümmere mich dann mal um die Männer. Ich bin gleich wieder da. So, der ist weg und wir können jetzt, glaube ich, gehen. Nein, noch nicht. Ich sollte ihm jetzt die Nachricht überbringen, es ist schon spät. Ich hoffe, er ist noch da. Ja, gehen wir mal zu Aska. Und schauen, ob er noch da ist. Da ist er noch. Da bist du ja. Und? Angeblich soll südlich von mir eine Zauberin in einem Turm wohnen, die dir helfen kann. Ihr Name ist Alida. Ich danke dir. Ich hoffe, dieser Leder kann mir wirklich helfen. Damit werden wir dann wohl quitt. Achso, der Turm soll voller Monster sein. Also pass auf. Nichts, womit ich nicht fertig werden würde. Dann viel Glück. Dann gehe ich mal. Na dann, auf zum Turm. So, ich spüre wieder Aska. Guck mal jetzt endlich mal. Nein, das Inventar haben wir immer noch nicht zusammengelegt. So, und wir waren eigentlich schon beim Turm. Alydas Turm. Da geht's nicht sehr weit nach rechts. Was ist das? Keine Ahnung. Auch nicht, nach links, wenn ich, da geht's auch nicht weit nach rechts. Die Musik ist weg. Hier ist keine Musik mehr.
Gehen wir mal rein. Netter Turm. Ich hoffe, ich störe diese Lieder nicht jetzt mitten in der Nacht. Ach, was soll's, mir doch egal. Währenddessen. Was soll das heißen, ihr habt sie entkommen lassen? Dieses elende Weib! Wer war das überhaupt? Wer soll ich das wissen? Beruhige dich, Gada. Sie ist doch keine Gefahr. Wir haben das Schloss. Na schön. Irgendwie kam es mir aber bekannt vor. Oder besser gesagt, meinem netten Witzkörper hier. Wie auch immer, irgendwann finden wir sie schon. Dann werden wir sie leiden lassen. Wir sollten uns jetzt um die Steintafel kümmern und dann das nächste Schloss suchen. Gut. Sie wird wohl hier unter der Burg versteckt sein. Holen wir sie uns. Ich denke nicht, dass mir die Monster Probleme bereiten. Hoffe ich jedenfalls, wenn ich doch nur meine Kräfte wieder hätte. Was sind da für Kristalle? Ich kann da nichts machen, aber da ist eine Truhe. 3 Halberts haben wir erhalten. So, und bevor die Monster hier doch ein bisschen stärker sind, speichere ich vielleicht doch mal lieber. So, schauen wir mal. So, nein, Eiskristall. Und Blutsaugen. Ich hoffe, blutet. Ja, blutet. Angriff. Oh, verdammt. Ich brauche unbedingt einen Heilbalsam. Oder vielleicht sollte der mal einen Heilbalsam. Ey, der hat er sich selber gerade geheilt? So ein Arschloch. Ja, aber jetzt ist er tot. 55 Erfahrung und eine Seele hatten. Also die Kämpfe hier sind schon ein bisschen schwer, sag ich mal. Noch ein Heilbalsam. Eine leere Flasche halten. Geheimnis. Falle! Scheiße. Ich bin zweimal in dieselbe Falle gerannt. Speicherstein erhalten. Gelbs heißt dann wohl Speicherstein. So, und jetzt den blauen hier. Ich habe einen Sack dabei. Eiskristall. Ach, einfach nochmal Eiskristall. Das macht viel Schaden. Wow, das hat wirklich viel Schaden gemacht. So, am besten gleich nochmal einen Heilbalsam. Halt da links. Könnte ich auch noch nach oben. Und da ging es, glaube ich, nicht weiter, oder? Doch, da wird es auch weitergehen. Da wird es nach oben gehen. Wo geht's nach rechts? Hier geht es nicht mehr weiter, aber eine Truhe haben wir hier. Stoffrüstung erhalten. Naja, besser als nichts. Plus 3 Abwehr. So, dann. Ab nach oben. Jetzt eine Truhe. 5-mal Heilbalsam. Boah, das hilft weiter. Ein Schattenpulver. Geheimnis. Eine Falle. So, der Typ wieder. Den saugen wir jetzt erstmal aus. Ja, wir sind wieder voll. Cool. Eiskristall. Von dem kriegen wir wohl sehr viel Blut. Eiskristall. So, und jetzt Angriff. Was verfehlt? Schwache Heilung heilt sich um 40? Was? In der Fies. Boah, verdammt, ich muss mich selber auch heilen.
Ups, Cybersamen. Angriff! Geht doch. Vielleicht nochmal ein halber Samen. Und wir haben zwei Heilfiolen. Allerdings ging es da, glaube ich, gar nicht weiter. Ein Schattenkäufer hat ein Geheimnis. Eine Heilfiole. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Das heißt, nur hier rechts. Schon mal da. Eine Blutfiole hat ein Geheimnis. Okay, da ist nichts. So, den saugen wir jetzt erstmal. Wieder voll. Und Eiskristall. Eiskristall. So. Asgard Level 3 erreicht. Finde ich geil. Mein Heilbalsam. So. Schauen wir mal. Da würde es nach oben gehen, aber rechts auch. Schauen wir mal, ob da rechts noch was ist. Da ist noch ein Fass. Dann gehen wir hier auch gleich mal nach oben und schauen einfach mal. So, feine Laune auf. Blutsaugen. 40 Blut. Eiskristall. Und Eiskristall. Super. So, dann kriegt er gleich nochmal Heilbalsam. Was haben wir hier? Ein Lederschild erhalten. Cool. Plus 2 Abwehr. Ach, da sind wir hochgekommen, da haben wir das ja schon. Da ist eine Truhe. 3 Blutfiolen. Wer brauche ich die eigentlich gar nicht? So, was haben wir hier drin? 2 Blutfiolen. Ein Stahlhelm erhalten. Geheimnis. So, das ist bestimmt besser mit der Lilien. 2 Abwehr, 6 Abwehr, ja. Schlafmittel halten. Geheimnis. Gut, dann hätten wir es hier. Dann müssen wir jetzt die andere Treppe haben. Also genau die richtige gewählt, nämlich die, wo es nicht weitergeht. Zuerst. Hey, wieso ist hier plötzlich wieder ein Monster? Egal, saugen wir es aus. Eiskristall. Eiskristall. So. Wie schaut's mit Leben aus? Ah, das geht noch. Nach oben. So, ein grüner war. Grün? War der. War er nicht blau oder so? Weiß ich gar nicht. Egal, Blutsaugen! Eiskristall! Und gleich nochmal! Eiskristall! Er lebt noch. Aber jetzt greife ich nochmal an. Jetzt ist er tot. Fackel, wofür die Seelen hier dann gut sind. Ups, das war das Menü. So, dann... ein Monster!
Blutsaugen. Ich hoffe, er blutet. Ja, er blutet, er hat Schaden erlitten. Eiskristall, macht doch mal Schaden. Und jetzt stirbt er gleich. Ja. Gekillt. Eine Falle. Ein halbes im Halten. Geheimnis. Was? Rechts auch? Oh Mann. Ich dachte, es wäre nur auf dem einen Feld gewesen. Egal. Dreimal halbes im Halten. Oh, eins könnte man eigentlich schon mal wieder einsetzen. Die fallen man doch ein bisschen schmerzhaft. Hier, wir haben 100 viele Arme. Wie haben wir denn schon? 309, cool. Ein Säuretank halten. Geheimnis. So, blauer Typ. Du Riesenschlumpf oder was auch immer. Ich saug dir dein Blut aus. Und dann friere ich dich ein. Weißt du, gefrorenes Blut ist besser. Kannst mitnehmen und wenn du es brauchst, haust du es auf. Kann man es jederzeit trinken. So. Links sind zwei Kristalle, rechts haben wir ein Fass. Hm. Ich frage mich, wofür die Kristalle sind. Sind die wirklich nur zur Zierde da oder? Ich habe keine Ahnung. Die irritieren mich ein bisschen. Schau mal, das ist da. Oh. Ich hoffe, das ist jetzt kein Hinterhalt. Kampf! Blutsaugen! Ja, der hat daneben geschlagen. Dann nehmen wir ihn rein. Killed. Gekillt. Da ist der andere. So, was haben wir hier? Eine Heilfiole. Hier ist nichts. Das heißt, es geht jetzt links weiter. Ich glaube, es kommen vielleicht noch ein oder zwei Monster und das war's dann. Hm. Gelb? Rot und grüne Kristalle. Ich frage mich echt, wofür die Kristalle sind. Jetzt gibt es sogar schon in verschiedenen Farben. Bin ich immer gespannt, ob das was zu bedeuten hat oder ob die wirklich nur zu Ziele sind. Schaut's aus, brauche ich. Oh ja, ich brauche dringend einen Heilbalsam. Ja, eine Innerastruhe. Eine Blutflasche halten. Hier ist nichts. Haben wir noch eine Truhe? Ein Speicherstein. Okay, das Gelb als Speicherstein bedeutet, war falsch. Es sind also einfach nur mehrere. Ah, ein Trank der Ewigkeit. Geheimnis. Es sind also einfach nur verschiedene. Oh. Truhentexturen und das ist. Hier. Ruhe, kann irgendwas bleiben. Alida. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Oh, gut, du bist wach. Ich schlafe schon seit Jahren nicht mehr. So siehst du auch aus. Was grinst du so unverschämt? Sag mir endlich, was du hier zu suchen hast. Nun, mein Name ist Aska. Mir wurde gesagt, du könntest mir helfen. Und selbst wenn, warum sollte ich gerade dir helfen? Weil ich ein so netter Kerl bin? Hör zu, Kerl! Ich habe nicht meine ganze lange Ausbildung gemacht, damit ich irgendwelchen dahergelaufenen Männern meine Hilfe anbiete. Du hast Selbstbewusstsein, das gefällt mir. Aber du gefällst mir nicht, also verschwinde. Hör zu, gib mir einen Zauberspruch, um Versteinerungen rückgängig zu machen.
Jetzt stellst du auch schon Forderungen. Du scheinst mir ein wenig gereizt zu sein. Ich mag keinen unangekündigten Besuch. Schon gar nicht mitten in der Nacht. Kapiert? Ach, nun entspann dich mal. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe Dämonenflüchtet und so ein dummer Kerl läuft über meinen Tisch. Kleine, nun beruhig dich mal und gib mir deinen Zauber. Wieso sollte ich dich nicht einfach hier für Schöne töten? Sagte ich doch schon, weil ich ein so netter Kerl bin. Hau sofort ab! Jetzt, wenn ich den Zauber habe. Ah, hier! Nimm und verschwinde! Entsteinerungszauber halten. Danke. Warum nicht gleich so? Gleich vergesse ich mich! Nicht doch, das würde ich nicht zu deinen Augenring passen. Das ist nicht zu viel. Hau ab! Und den Zauber spreche ich auch einfach aus und dann ist gut? Nein, natürlich nicht! Du brauchst eine starke Seele dafür. Du kennst dich doch hoffentlich damit aus. Nicht dummerweise findest du hier keine Wurzel, die dir eine starke Seele geben. Oh, Zaubersprüche, für die man eine Seele braucht. Wie gruselig. Haha, nun. Hast du den Zauber, wirst du aber nie eine starke Seele ergattern. Ich Tragödie. Woher bekommt dieser Zauber? Sehr ungewöhnlich, dass man Seelen braucht. Tja, den hatte mein Lehrmeister aus einem verlassenen Tempel. Nun verschwinde und weine darüber, dass du nie fünf werden kannst. Ah! Ach, ich weiß schon, wo ich die Seele herbekomme. Ach ja? Rück doch mal näher.